Ja, und jetzt kommen wir wieder zur Verkehrserziehung. Verkehrsbeobachtungen meinerseits machen wieder einmal einen siebten Sinn nötig. Vor ein paar Sendungen habe ich es ja schon mal gesagt, offenbar sind die meisten Autofahrer der Meinung, dass auf die Benutzung des Blinkers ohne weiteres verzichtet werden kann. Ja, zedirken nochmal. Rede ich an einem Fensterstock hier oder was? Hört überhaupt keiner mehr zu, was ich da sage. Da werden Fahrstreifen gewechselt, da wird überholt, abgebogen, aus dem Kreisverkehr herausgefahren, ohne dass einer von denen Vollochsen blinkt. Ich werde nochmal sowas von stocknarrisch. Am grandiosesten sind ja die Hanswursten, die beim Hineinfahren in den Kreisverkehr blinken. Ja, da brauchst du nicht blinken, das ist mir schon klar, dass du im Kreisverkehr rechts rumfährst. Beim Rausfahren sollst du blinken, und zwar bevor du rausfährst. Weil das ist nämlich auch so ein Irrsinn, dass die meisten den Blinker mehr als so eine Art Bestätigungstaste für bereits erfolgte Fahrmanöver betrachten. Wirklich, die wechseln die Fahrstreifen, und wenn sie drüben sind, dann blinken sie. Das ist zu spät. Wirklich, bei vielen Nichtblinkern wird es einem aber auch spätestens, wenn man es überholt, klar, warum die nicht blinken. Weil sie nämlich in der linken Hand das Handy an ihrem Dreckslöffel haben. Verstehst? Hocken sie so drin, schon klar, wenn man so fährt und da das Handy hat, dann müssen wir mal blinken, wo ja über den Lenker so rüberlangen und da so blinken. Darum gibt es ja auch Profi-Telefonierer. Die haben das Handy in der rechten Hand. Verstehst? Dann können sie da blinken. Riesenidee, weil jetzt können sie nicht mehr schalten. Wirklich, ich sag's gerne. Idioten sind auf der Straße unterwegs, es ist unglaublich. Und wenn Sie mich fragen, dann wurde die Forschung an der Neutronenbombe zu früh eingestellt. Wirklich, Sie wissen es ja, Neutronenbombe, das war einmal so gedacht, dass die Häuser, die Autos und so weiter, dass es euch stehen bleibt und dass bloß die Menschen pulverisiert werden. Wenn man jetzt vielleicht so eine Bombe dahingehend programmieren könnte, dass bloß die Arschlöcher weghaut, also dann würde ich die Forschung durchaus auch finanziell unterstützen. Wirklich.